Guten Morgen, liebe Leute, aus der Werkstatt des Altmetalls an diesem wunderschönen Mittwoch. Wen habe ich hier zu Besuch in der Werkstatt? Gerhard. Das ist Gerhard. Unimog 421 Cabrio. Und viele freuen sich, dass es endlich losgeht an dem Bock. Ja, ich habe ihn mal reingeholt ins Trockene. Da werde ich jetzt mal ein paar Tage dran rumschrauben. Und was soll ich sagen? Wenn man nach dem da schon gesagt hat, das mache ich kein zweites Mal, und man kauft sich eine viel größere Leiche und sagt sich, komm, das machst du noch einmal. Ja, dann Unimogs und Rudeltiere, ne? Unimogs und Rudeltiere, da ist er. So. Ja, 421 Cabrio. Ich habe ihn gekauft. Habe ihn nach Hause geholt, es gab schon einige Videos, ich habe den Tank schon ein bisschen geschweißt, ab und zu schon mal ein bisschen dran rumgewerkelt, aber ganz ehrlich, ich habe ihn mir bislang noch nicht mal richtig angeguckt. Also, tja, der war halt einfach da, der war halt einfach da. Draußen vor der Werkstatt, es hat auch gar nicht so richtig Spaß gemacht, hier drinnen kann man mal ein bisschen begutachten, mal ein bisschen angucken. Und natürlich hat er Rost. Und natürlich wurde schon einiges irgendwie dran rumgetüdelt. Hinten der Aufbau ist herunter, habt ihr gesehen. Ich versuche das hier oben irgendwie nochmal ab und zu einzublenden, die Videos, die es noch nicht gesehen haben. Neuen Batteriekasten hat er von mir schon gekriegt, den habe ich gebaut, das ist alles gut. Ja, neue Reifen, Felgen hat er draußen liegen. Die müssen auch nach und nach mal rauf, wenn mal Farbe drauf ist. Und der Zustand ist gar nicht so schlecht. Der Zustand ist gar nicht so schlecht, wenn man überall ein bisschen macht. Und das ein bisschen macht ist, es soll Low Budget sein, Low Budget bleiben. Das ist ja mein Bauernmock. Ja, nichts gegen den Begriff Bauern. Ich möchte hier wirklich eine Arbeitskarre draus haben, die jetzt nicht tot restauriert wird. Und der soll noch zum Arbeiten sein. Ja, so sieht er aus. Was natürlich mal ganz, ganz viel wert ist bei so einem Unimog, wenn hinten das Gelumpe dran hängt. Ne? Alles, was am Unimog dran ist, an Gelumpe, kostet immer viel Geld. Jo. Wir haben ein Verlagerungsgetriebe. Warum haben wir ein Verlagerungsgetriebe am Unimog? Beim Unimog kommt die Zapfwelle oben links neben dem Zugmaul aus dem Rahmen raus. Ist mit nichts kompatibel. Vordermischwagen, Ladewagen, wie auch immer. Hier ist das Zugmaul, die Zapfwelle wird nicht funktionieren. Also muss man ein Verlagerungsgetriebe haben, um nach unten zu kommen, da wo jeder Träger eine Zapfwelle hat. Verlagerungsgetriebe, original liegt jetzt irgendwo, das hier so beim 1000er ungefähr auf dem Markt. Nachbau liegt jetzt ungefähr bei 1,5, so die Richtung. Heckkraftheber genauso. Ne, Heckkraftheber ist beim Unimog nicht viel, das ist eine Hubwelle. Hier haben wir eine Hubwelle, da liegt ein Zylinder drin, ich gehe mal nach oben. Da oben ist ein Zylinder, beim 421 mit einem Zylinder, der 46er zwei Zylinder, links und rechts. Der dreht über so einen angegossenen Nocken die Hubwelle. Die Hubwelle fährt nach oben, ne, diese hier, die fährt dann nach oben. Wenn der Zylinder ausfährt, zieht dann diese Hubspindel mit nach oben. Und ist hier an dem Unterlenker befestigt und der Lenker fährt nach oben. Heckkraftheber ist immer teuer beim Unimog. Und so ein gebrauchter, wie er hier dran ist, liegt auf dem Markt ungefähr bei 3.500 Euro. Das ist mittlerweile so der Marktpreis. 4,6 noch mehr, wenn die im guten Zustand sind, über 4. Das sind rare Teile, weil damals wurde es mitbestellt. Dann haben sie die abgebaut. Die Unterlenker, die haben sie irgendwo vielleicht mal in Schrott geschmissen, weil die wurden ja 20 Jahre nicht benötigt. Die Hubspindeln, die sind auch irgendwie verloren gegangen. Und mit ganz viel Glück findet man im Unimog, wo dann noch die Achshalter dran sind. 421 ist hier an der Achse am Differential mit angeschraubt. Hier ist einfach so eine kleine Welle. Beim 4,6 ist das ein bisschen größer. Da gehen die direkt an die Achse ran mit dem Halter, um halt auch die Hub- und Zugkraft zu gewährleisten. Ja, wie gesagt, das freut mich, dass das alles dran ist. Das ist gut. Zugmaul ist dran, Oberlenkerverlängerung ist dran. Sowas hier wird alles mit Gold aufgewogen, auch wenn es klappert. Rücklicht hängt daneben. Da habe ich schon mal ein paar Blechwinkel gemacht, dass man die mal ranbringt. Rückleuchten. Auch wenn das hier so rumhängt und man sieht so, das Rücklicht ist ja auch da kaputt und hängt da. Das Glas ist heile. Das sind originale Bosch. Das Gehäuse ist heile.
Und jetzt spiele ich mal ein Bild ein, was so ein Rücklicht kostet. Ihr könnt noch mal kurz in euch gehen und mal so einen Preis abschätzen, was so eine Rückleuchte kostet. Und jetzt kommt das Bild. Genau, da wird sich der ein oder andere jetzt denken, so Alter, für so ein blödes Rücklicht. Genau, die Teile werden selten. Genauso wie diese Blinker hier vorne. Klar kann man jetzt sagen, ah, ist ein bisschen schmutzig und ja, ist ein bisschen vergelbt oder vergilbt, ne? Bei so einem Blinker hier, wenn man auf so einen Unimog zukommt und sagt, ah, hier der Rost, hier dann der Delle, das könnt ihr vergessen. Das ist die falsche Bewertung. Wenn ich so einen Unimog mir angucke, was ist alles dran, was fehlt und was ist kaputt. Und Licht zum Beispiel ist eine ganz große Nummer. So ein Blinker hier mittlerweile 220 Euro. Komplett mit Träger und so, ne? Und jetzt kaufst du einen Unimog, der vielleicht hier vorne übergemalt ist, was toll aussieht, aber vorne Blinker kaputt hat, beide Seiten, so, dann seid ihr schon mal 450 Euro los für zwei Blinker. Genau. Ich möchte das Dach jetzt mal aufmachen. Natürlich hängt das hier alles schon so ein bisschen neben und das Dach wird auch schon langsam dünn. Und ich glaube, hier wird irgendwann nochmal eine neue Dachhaut draufkommen. Dachhaut liegt bei 400 Euro, glaube ich. Was ich für ein Verdeck eigentlich okay finde. Für ein 2010 habe ich wesentlich mehr bezahlt. Ja, ich will mal das Dach aufmachen, Leute. Es ist ja ein Cabrio, ne? Und wie viele wissen, Gerhard läuft gerade nicht, weil er ein Einspritzpumpenproblem hat. Einspritzpumpe liegt, ich muss sie nur einbauen. Und Gott, ist hier Flatterzeugs drin, ey. Ich glaube, das war auch alles schon recht lange nicht mehr los. Ich glaube, die letzten 20 Jahre bestimmt nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier sitzen noch ein bisschen Spinnen überall. So, was haben die hier gemacht? Ja. Gott, hier fliegt ja alles raus. Da sitzt eine kleine Kreuzspinne, ein paar kleine Viechers. Ja. Ja, haben sie angebunden. Haben sie angebunden, Seitenschneider. So, die ganzen Scharniere, die will ich jetzt erstmal einsprühen. Das ist wohl die schnellste Möglichkeit, das einfach nach hinten zu schmeißen. Und beim 2010 ist das auch so. Da wird das Verdeck nach hinten gekippt, wird zusammengelegt und geht hinten in die Pritsche rein. Beim 421 passt das alles hier zwischen Hütte und dieser Pritsche. Das wird hier so zwischengefaltet und dann packt man das alles hier rein. Na, dass das auch alles so ein bisschen schier aussieht. Bei so einem Cabrio kannst du die Steckfenster rausnehmen. Die sind hier einfach nur abgesteckt. Die zieht man nach oben raus. Dann hat man blanke Türen. Und bei so einem Cabrio kann man die Windschutzscheibe abklappen. Kann man beim 2010 auch. Freue mich am meisten drauf. Dann macht man hier die Schrauben los. Hier links und rechts. Dann hat man hier so eine Scharniere. Und selbst die Scheibenwischer, ja, die hier nicht mehr so gut sind, die haben hier so eine Mitnehmer. Und wenn man die abklappt, dann dreht der Scheibenwischer frei. Ja, hier seht ihr das? So dreht er frei. Wenn er runterklappt, klappt die Schraube in diesen Mitnehmer rein. Und dann funktioniert das. Und wenn man die Scheibe abklappt, ja, macht man Scheibenwischer dahin, klappt die Scheibe ab. Hier sind so eine Anschlaggummis, die legen sich dann auf der Haube. Dann können die Scheibe abklappen, nimmt die Steckfenster raus. Mehr Cabrio geht nicht. Ja, mehr Cabrio geht nicht. Das ist beim Unimog einfach fein. Eine Ganzstallhütte war damals Aufpreis, so wie mein 4.6, der ist ja geschlossen. Heutzutage der, ich sag mal so galopp, Zahnarzt-Mock muss Cabrio sein. So für ein Wochenende Dach runter und einfach fahren und sich freuen.
Die Gernstahlhütte war damals Sonderausstattung. Na, die war Sonderausstattung. Cabrio war Standard, das hier war Sonderausstattung. Hat alles Vor- und Nachteile. Na, hier kann man halt nicht offen fahren. Und hier ist es halt nicht ganz so warm im Winter wie in so einer geschlossenen Kabine. Ich werde mal versuchen, das Verdeck mal ein bisschen vernünftig dahin zu äumeln. Ja, und dann gucken wir uns gleich mal den Innenraum an. Ja, ein bisschen steif das Ganze. Das will da noch nicht zwischen. Doch, hier geht zwischen, aber dann stehen die Streben hier da vorne. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Da haue ich jedes Mal mit dem Kopf gegen. Ja, Sitze, die haben schon bessere Zeiten gesehen, aber über sowas darf man sich beim Onimog nicht aufregen. Ne? Also lieber so als anders. Besser, als wenn sie hier so einen alten Holzhocker reingeschraubt haben. Und ja, das ist so Standardsitz, wie man den so kennt. Ne? Und hier sitzt man geiler drinne als in dem, den ich im 4.6 habe. Das ist so. Warum ist das so? Wir haben hier einfach eine normale Konsole, die kann man hin und her schieben, das ist schön. Das wird alles so ein bisschen mechanisch gerastet hier. Man sitzt wesentlich tiefer, wesentlich tiefer. Wir gehen mal kurz zum 4.6. Das hier ist der Irsinghausen Schwingsitz. Ja, der 5002. Falls einer fragen sollte, wo habe ich die Aufkleber her? Die habe ich mir damals mal vom Grafiker machen lassen. Und kann man schon seit, ich glaube, 1000 Jahren nicht mehr kaufen. So, und dieser Schwingsitz ist natürlich ein bisschen komfortabler, weil er halt federgeführt ist, also der federt halt. Ich habe den aber neu gepolstert. Dementsprechend baut er halt auf und ist super stramm. Da ist noch nichts durchgesessen. Ich sitze aber recht hoch. Weil dieser ganze Krempel hier, auch wenn er schon sehr weich gedreht ist, also wenn ich drinnen sitze, kommt er noch ein bisschen runter, das baut alles ganz schön auf. Und man hat diese Schräge nicht. Und wenn ich da drinnen sitze, ja, so mit 1,85 Größe, komme ich mit dem Kopf immer fast an den Dachhimmel. Das ist halt immer so, das eine, was man möchte, das andere, was man halt mitnehmen muss. Ne? Bisschen gefedert, ne? Hier sind verstärkte Federn drin in der Kiste. Ist angenehm, dafür sitze ich ein bisschen doof da drin. Da ist so ein Standardsitz ein bisschen geiler. Die Hauptpumpe werden wir jetzt auch noch nicht rausruppen heute, da hinten sitze. Werden aber eine Vorförderpumpe noch beigehen vorne. Aber ich möchte mal kurz den Staubsauger reinhalten, weil, wenn ich hier diese Matte rausnehme, Alter, so. So, hier kannst du Kartoffeln drin anpflanzen. Guck mal hier. Gigantisch, oder? Ja. Genau, das werde ich mal kurz sauber machen. Ich werde mir jetzt mal einen Spachtel holen. Mach das mal los. Dann können wir uns ja mal ein bisschen das Bodenblech angucken. Und dann halte ich hier mal einen Staubsauger rein, damit wir diesen ganzen Kram hier mal rauskriegen. Irgendwelche Besitzer müssen hier auch schon mal irgendwas gemacht haben. Wie gesagt, hier diese Luke da reingeflext, ist natürlich nicht so geil. Aber so kommt es ein bisschen besser an die Einspritzpumpe ran. Ansonsten wurde schon mal überall irgendwie so ein bisschen krumm geschweißt. Ne? Die Türen jetzt natürlich nicht ganz so geil. Ja, da haben sie hier so eine alten Briefmarken aufgesetzt, so eine Flicken. Und auch hier die Ecken, das wurde schon mal geschweißt. Hier wurden überall schon mal Bleche eingeschweißt. Also irgendeiner hat schon mal irgendwie hier Arbeit reingetüdelt. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, schöner alter Tacho, finde ich richtig gut. Die Dinger sind mittlerweile auch recht selten. Werden auf dem Treffen recht oft angeboten. Da müsst ihr drauf achten, 421 und 46 sind wohl anders. Das ist nicht kompatibel, sagte man mir. So, ich hole einen Staubsauger, Kehrblech und mache hier mal kurz den Fußraum sauber. Das war nur im Fußraum vorne links. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so sieht er aus. Sieht echt akzeptabel aus, ne? Also alles schon wesentlich schlimmer gesehen. Beim 4.6 war der komplett weg. Also vom Blech ist er gar nicht so schlecht. Ich glaube, der ganze Zustand ist gar nicht so schlecht. Und wenn man hier diesen Tachostand glauben darf, ne, von 35.000 Kilometer, das ist ja auch nichts. Ne? So, wir werden jetzt mal die Haube aufmachen. Hier liegt irgendwo ein Schlüssel drin zwischen dem ganzen Rumbums. Und Unimog ist Hassliebe. Ne? Unimog ist Hassliebe. Also es gibt beim Unimog eigentlich nur zwei Zustände. Man liebt ihn oder man hasst ihn.
So ein Mittelding gibt es beim Unimog nicht. So, ja, ist ganz nett, hat man irgendwie, ist bei so einem Unimog nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Das ist so. Komplett komplex zu schrauben, alles eng, alles relativ teuer mittlerweile. Obwohl es sehr viele Teile gibt, das ist gut. Lieber teuer, aber die Teile noch zu bekommen, als sie nicht zu bekommen und noch teurer. Ne? Es gibt Fahrzeuge, die noch teurer gehandelt werden. Ich sag mal, Schlüter ist ja mittlerweile so ein ganz wildes Ding, Porsche so und so. Und der Unimog ist kein Trecker. Der Unimog ist kein Trecker, definitiv nicht. Es ist ein, für mich ist das der Pickup aus Gaggenau. Ne? Es ist eine Nutzmaschine. Man hat eine Ladefläche, man hat drei Anbauräume, das heißt vorne, hinten und hinten auf der Ladefläche auf diesen Anbauraum. Das ist genauso wie beim MB-Truck, das sind auch drei Anbauräume. Unimog hat schon immer so gebaut, dass man wirklich, deswegen heißt das Ding Universalgerät, alles da irgendwie ranrödeln kann. Und beim Unimog ist immer nur ran. Ab gibt es nicht, es gibt beim Unimog immer nur ran. Nur aufrüsten. So, und aufrüsten werden wir die Karre hier mit einer Einspritzpumpe müssen. Läuft nicht. Hier vorne ist eine Handpumpe, diese hier. Da habe ich aber kein Vertrauen mehr drauf. Ich weiß nicht, wie lange die schon leer mitläuft. Die wird ja von der Nockenwelle angesteuert, kriegt aber kein Diesel. Das heißt, die läuft trocken. Hier ist immer Staub reingekommen. Die wird wahrscheinlich fest sein. Da gehe ich ganz stark von aus. Die habe ich neu bestellt und die muss da jetzt rein. So, wir haben links rechts eine Schraube. Da kommt man eigentlich auch ganz gut ran. Und das müsste 10er Nuss sein. Den werde ich mal organisieren und dann holen wir da mal die Pumpe raus. Und ob man so einen Unimog braucht, sei dahingestellt. Ich sag mal, heute das meiste sind Spaßgeräte, um damit durch die Gegend zu fahren. Hobbygeräte, um damit Holz zu machen. Ne? Man fährt recht schnell. Man hat im Regelfall eine Heizung, wenn sie funktioniert. Man sitzt trocken oder man fährt offen. Man kann ein bisschen im Gelände rumeiern. Viele kennen das Ding noch von der Bundeswehrzeiten. Ne, diese 1300er Unimogs. Ja. Unimog ist für mich ein Produkt. Ich lebe den Kram. Ich habe da richtig Bock drauf. Das ist so. Ja. So, da werde ich, glaube ich, mal einen Lappen unterlegen. Oder? Und es ist, wie gesagt, eng. Ne? Hier kommt man noch gut ran, das Ding guckt einen an. Ne, so eine Lichtmaschine ausbauen, das ist schon ein bisschen komplexer. Oder eine Pumpe oder selbst wenn du einen Riemen machen willst, ja, die Keilriemen für die Pumpen, für Nebenaggregate, Lenkung. Da ist nicht einfach ein Riemen runter, das könnt ihr vergessen. Da muss der Lüfter für runter und Lüfter kriegst nur ab, wenn Kühler raus. Und es ist alles eng. Aber da muss man wollen. Ne? Das, bei so einem Unimog gibt es auch nicht, ich akzeptiere das. Man muss das wirklich wollen. Und Leute, die das nicht wollen, da ist der Unimog nicht das richtige Fahrzeug für. Das ist so. Also ich glaube, ich kann mittlerweile auch das so sagen. Ne? Das, ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon am Unimog geschraubt habe. Beruflich machen würde ich es nicht. Also manche haben auch gesagt, warum machst du das nicht beruflich? Beruflich wäre kein Hobby mehr. Na, Hobby macht Spaß. Das hier beruflich machen und jeden Tag in so Kisten rumschrauben, da hätte ich dann auch keinen Spaß mehr dran. Nee. So, guck mal. Hier haben wir die Pumpe. Da, das ist die V-Felder-Pumpe für den Diesel. Na, hier ist ein kleines Rädchen. Na, hier drückt die Nockenwelle mal gegen. Und das ist dann halt die Pumpe. Schön. Die neue Pumpe, gut und günstig. Ne? Wie gesagt, ist kein Original Bosch-Teil, das ist Nachbau. Keine Ahnung, DTP, Dieseltechnik, irgendwas bestimmt. Ne? Hier ist die kleine Handpumpe dran. Ne, wenn man was entlüftet, die dreht man dann auf. So, und dann kann man hier pumpen, bis oben Diesel kommt an den Duo-Filtern. Die macht man dann auf, dann entlüftet man die. Dann dreht man das wieder zu und dann ist das alles toll. Den habe ich gerade gedreht, der war nämlich nach hinten. Jetzt setze ich das Ding wieder ein in den Motor. Hier kommt eine kleine Dichtung rauf, dann wird das Ding raufgesetzt und dann läuft das wieder. Eine richtige Nockenwelle haben wir stirnseitig nicht, sondern so eine Scheibe, eine Nockenscheibe. Die können wir uns vielleicht noch mal kurz angucken.
Na, sieht man da was? Ihr guckt in ein schwarzes Loch. Ne? Da ist so eine Art Nockenscheibe drin, die dreht sich und dann läuft die ja so exzentrisch. Ne? Die läuft exzentrisch nach vorne und betätigt dann immer die Pumpe und dann kommt der Diesel hier oben in die alten Filter. So, das Ding rödel ich das wieder rein, dann verbauen wir das und dann werde ich nochmal gucken, was wir an Schläuchen brauchen. Ich muss auch Schläuche bestellen ohne Ende. Und ja, hier wurde natürlich schon ganz schön drin rumgeforkt überall. Das müssen wir auch irgendwie hier, das ist besonders geil. Ne? Hier dieser alte Gardena-Schlauch hier. Aber es erfüllt irgendwie seinen Zweck. Und das ist auch alles ganz schön ölig hier unten. Hier ist das ganz schön ölig. Hier ja, kommt von der Hydraulikpumpe. Da müssen wir irgendwann mal gucken, was so geht. Wir nehmen nachher mal vorne rechts das Rad runter. Ne? Ein Rad haben wir schon mal ein bisschen angemalt. Das werden wir mal vorne rechts raufstecken und dann können wir gleich mal die Teile ein bisschen bewerten. Wie gesagt, Gerhard ist low budget. Ja, da sind wir wieder bei, man muss es wollen. Und Zubehörschrott. Zubehör ist immer ein Behelf, das ist so. Original ist Original und Zubehör bleibt Zubehör. Die Pumpe sieht zwar ganz toll aus, passt aber nicht. Ich komme da nicht mit einer Nuss drauf. Ne, da komme ich nicht mit der Nuss rauf, gehe nur mit dem Maulschlüssel. Und wie ihr seht, ich versuche das mal ranzuzoomen, ist das schon sehr knapp. Und auf der linken Seite liegt das Gehäuse am Stundenzähler an. Und ich komme da ganz schlecht mit dem Maulschlüssel ran. Ganz schlecht. Lässt sich ganz schlecht drehen. Also Pumpe wieder raus. Und da muss ich an dem Gehäuse rumschleifen. Also wer so einen Motor hat, wer sich diese Pumpe kaufen sollte im Internet, ich weiß nicht, was er gekostet hat, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ihr könnt gleich die linke Seite wegschleifen. Es passt nicht. Es passt nicht. Mal eben eine Vorförderpumpe im Unimog einbauen. Beim Trecker wäre das schon 30 Mal fertig. Da hat man seine Probefahrten schon 20 Mal gemacht. Unimog ist da nicht so. Die Pumpe, ich habe es jetzt aufgebohrt. Die Bohrungen, die waren zu klein. Ich habe sie weggeschliffen. Dichtung war ein Arsch. Dann habe ich sie eingescannt. Da ist aber ein Riss drin. Gucken wir uns gleich mal auf dem Tablet an. Die Datei funktioniert, glaube ich, gut. Aber keine Zeit für so einen Käse hier. Das ist auch Käse. Lampe ist auch scheiße. So, jetzt versuche ich hier diese eine Mutter festzukriegen. Ich komme da nicht mit einer Nuss rauf. Jetzt habe ich mir gerade einen Schlüssel hingeschliffen und setze ihn jetzt quer an. Das heißt von oben. Hier. Ja, das ist halt Werkzeug hinhuren. Den setze ich jetzt so auf die Mutter. Wie ich sie auf die Modder, dass ich den angesetzt kriege. Dadurch, dass ich ihn schmal geschliffen habe, komme ich auch rum und nehme jetzt die Zange und verdrehe den Schlüssel und hoffe, dass ich jetzt hier diese blöde Modder angezogen kriege. Ja, das ist Unimog-Leben, Leute. Ja. Ich habe auch bei Instagram schon einige Leute gehabt in den letzten Jahren, die gesagt haben, René, ich habe voll Bock auf den Unimog und was kannst du mir denn empfehlen? Und ja, man merkt recht schnell, ob da wirklich Interesse ist oder nicht. Na, ich sag mal, das Internet ist voll, es gibt genug Foren, es gibt genug Gruppen und wo man sich halt schon mal so ein bisschen schlau lesen kann. Und wie gesagt, Bücher, ne? Unterlagen, ich sag mal, so ein Typenatlas ist halt immer mal ganz gut. Kann man mal reingucken, was will ich überhaupt haben? Will ich was Kleines, was Mittleres, was Großes, was ganz schnell ist, was ganz schwer ist, was viel tragen kann, was super teuer ist? Keine Ahnung. Da gibt Mercedes in der Unimog-Sparte einiges her. Ja, und manche haben schnell aufgegeben und haben gesagt, nee, lass mal, da habe ich keinen Bock drauf. Und andere, die gehen da richtig drin auf, haben das Ding auch komplett auseinandergeruppt bis auf den Rahmen. Und restaurieren die. Ja, so richtig geil ist das ja noch nicht. Ich glaube, ich werde hier mal den Schlüssel absägen. Katastrophaler Einbau für zwei Schrauben im Endeffekt, ne? Ja, für zwei Schrauben. Hat länger gedauert als gedacht. So, Dichtung. Ich habe es gerade.
Ja, das ist die Dichtung, die ich eingescannt habe. So sieht sie halt auf dem Scanner aus. Und das ist das, was er draus macht. Ist eigentlich auch alles ganz gut, so eine kleine Lunga wie hier, das wäre auch eigentlich egal. Aber er setzt Markierungspunkte hier drinnen. Das erkennt er als Riss und das wird er auch lasern. Und das müsste ich jetzt ja, rausschneiden. Wenn ich das jetzt so markiere, dann müsste ich jetzt auf Bildbearbeitung gehen und müsste das rauslöschen. So, und da fehlt mir eigentlich gerade die Zeit für, zu sagen, ja, ich glätte die ganzen Konturen. Ansonsten sehr geil, echt. Aber Skalpell geht auch. Die Pumpe werden wir heute nicht mehr rausnehmen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Auch da werde ich mir die Finger brechen. Hier vorne die beiden Schrauben kommst du ran. Hinten super schlecht. Ja. Und wir sind hier schon mehr Viecher. Guck mal, überall flattert das hier, ey. Mehr Viecher entgegengekommen und Spinnen und Käferchen und Fliegen, als mir hier Öl auf den Finger getropft ist. Ja, das ist eine Ruhestätte für Insekten hier. Ja, so. Und hier das Glas. Guck mal, hier oben, da klettert schon wieder was. Hier, guck mal hier. Hat sich gerade versteckt. Ja, das muss alles mal ein bisschen angeklebt werden. Hier so ein bisschen Scheibendichtung rein. Ja, oder hier oben. Hier. Ne, hier mal eine kleine vernünftige Fuge ziehen. Und dann ist das wieder gut. Ne? Und Dichtung, ja, ist halt so. Der ist vom Zustand gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir ja einen einzigen Reifen schon mal angemalt. Und den werden wir jetzt mal raufzimmern. Ich werde die Radbolzen eben noch ganz kurz ein bisschen einsprühen. Das habe ich schon mal gemacht, vor einiger Zeit. So, dann hole ich hier mal gleich die Felge rein. Und Wagenheber, dann nehmen wir hier das Rad mal runter. Und dann können wir mal so ein bisschen hier in den alten Radkasten reingucken. Radkasten vor allem. Ne? Da muss man ein Heißwasserkärcher ran, wenn er irgendwann mal fährt, auf einen vernünftigen Waschplatz. Ja, wie gesagt, ich hole mal kurz das Rad. Hohoho. Alter, da hat es aber einer gut gemeint. Da hat es aber einer gut gemeint. Warum? Warum? Ja. Ja. Dann geben wir dem mal ein bisschen Druck. Nehmen wir mal ein bisschen Knebel hier. Leute, ihr wolltet Gerhard sehen. Das ist Gerhard-Content. Low Budget. So. Alter Kavenzmann. Warum? Oh. Alter. Gut. Mehr Werkzeug. Also Makita gibt dir mit 1000 Newtonmeter an. 1050. Okay, das ist ein halber Meter. Ich stehe da drauf mit 90 Kilo. Jetzt nehmen wir das Ding hier einen Meter lang. Hier kommt eine kleine Verlängerung drauf und eine 24er Nuss. Und da komme ich direkt dran. Das wäre natürlich noch geiler. So ein Meter. Wenn ich da jetzt draufstehe, 900 Newton. Und oh, das ist doch schon alles wieder. Das ist doch schon wieder. Okay, die ist zum Glück los. Ja. Oh Gott! Alter, warum? Warum knallt man die so an? Das ist auch so ein Must-Have. Bei so einem Unimog ist mindestens 3/4 Zoll Werkzeug angesagt, ne?
Also bei sowas hier, normaler Knarre, da wird da nichts mit. Das wird nichts. Dann haben sie unterschiedliche Schrauben drin. Hier ist so eine Kugelbund-Modern sind die. Gucken wir uns gleich an, wenn es leiser wird. Ja, sehr gut. Trommeln waren aber mal runter. Ja, hier sind die Schrauben raus. Vielleicht haben sie die Bremsen mal gemacht. Wer weiß, hier ist alles ein bisschen verölt. Aber kein Rost. Ne? Öl konserviert, das ist gut. Kabinenlager sind auch schick. Auspuff haben sie schon mal versucht, irgendwas zu machen. Ja, ich denke, nach dem Kercher sieht das anders aus. Dann haben sie die falschen Felgen gefahren, deswegen sind die Federn blank geschliffen. Wirklich nur blank. Aber die haben auf den Felgen, ne, das sind hier die Kugelbund-Muddern. Und das ist eine normale Mudder. Da kommt normalerweise ein Ring unter, so ein Ring, der das ausgleicht. Die haben die so in die Felge reingewichst. Ne? Da fällt mir nichts so ein. Ne? So, ich hole einen Staubsauger. Dann machen wir das hier mal kurz. Ach, können wir hier mit der Hand ein bisschen runterwischen. Nee, guck mal hier. Fast wie neu. Ja, ist ja low budget. Staubsauger gibt es ja auch nicht. Gleich mal gucken nach 9. So, na gucke mal. Sieht gleich auch irgendwie geiler aus, ne? Hier so ein bisschen mit Felgenbett. Ach, jetzt hockt das Ding auch nicht mehr ganz so. Hier schön, guck mal, hier schön bündig. Jo, und hier ist so ein bisschen wie alkoholfreies Bier, ne? Guck mal hier. Schön. Ja, der Start am 4.21 hat begonnen. Die Klappen bleiben auch so. Das würde ich jetzt so ein bisschen abbürsten. Da kommt irgendwie nur ein bisschen Holzlasur drauf, glaube ich. Mal gucken. Ist halt auch alles nicht mehr original, glaube ich. Aber es ist okay. Ne? Hinten fehlt das Einlegedreieck. Da kann man sich mal ein bisschen was basteln. So einen alten Rahmen da oben raufnageln. Ein bisschen Bretter rein. Fußraum ist gut. Ich glaube, die Basis ist hier wirklich gut. Und alleine so eine Hütte, ne? Nur so eine Hütte, nackt, ohne Türen, ist echt teuer geworden. Also eBay Kleinanzeigen, wenn man mal so guckt, so eine Hütte, also unter 3 gibt es nichts mehr, ne? So eine Cabrio-Hütte. Ja. Du, gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Haben uns Gerd mal ein bisschen angeguckt. Immer eine Vorförderpumpe eingebaut. Hey, Applaus. Es ging echt scheiße, warum auch immer. Und jetzt werden wir, oder werde ich, demnächst die anderen Tage, oh, ich will mal kurz die Haube hier runternehmen, hier die Einspritzpumpe rausruppen. Ja, da wird auch noch viel Bastelei sein, hier die ganzen Federn, das muss alles irgendwie wahrscheinlich umgebaut werden. Ja, da passt nicht viel. Ja, auch hier die Spritleitung und so, das muss alles gemacht werden. Aber das schafft man alles nicht an einem Vormittag, das ist so. Und das muss man auch ein bisschen gewissenhaft machen. Wir müssen ja auf Förderbeginn stellen.
Da werde ich erstmal die alte Pumpe rausnehmen und erstmal gucken, was ist das für ein Motor. Ne? Die Pumpe wird eingestellt auf 55 PS und am 4.6, da ist der Lüfter direkt an eine Kurbelwelle angeschraubt. Und hier ist noch so ein, ja, wie so ein Spanner und damit drehst du die Kurbelwelle nicht. Ne? Das ist noch so eine, wie so eine Art Kupplung ist da noch zwischen. Hat der 4.6 nicht. Da müssen wir den Motor mal vernünftig hindrehen. Ja, soweit ist das eigentlich alles ganz gut. Ne? Bremse werden wir nachher sehen, wenn es läuft. Wenn wir hinten mal runternehmen, da haben sie irgendwas abgeklemmt, glaube ich. Mache ich meine Lampe mal kurz unterkriechen. Hier haben sie hinten den Radbremszylinder abgeklemmt, einfach rausgeschraubt, die Leitung rausgenommen, keine Ahnung. Warum auch immer. Andere Seite ist auch noch dran, das ist gut. Aber hinten links, haben sie es rausgenommen. Ne? Belege sehen noch ganz gut aus. Ja, müssen wir mal gucken, wie es so aussieht. Das ist halt so ein ehrlicher Zustand von so einem Unimog, der eigentlich noch sehr gut ist. Es ist wirklich gut. Also hat man alles schon wesentlich schlimmer gesehen. So, und wenn man so eine Schnäppchen kriegt hier so für, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Euro. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr euch da antut. Ne? Also beim Verkauf sieht immer alles toll aus. Und wenn das Ding da zu Hause ist, auch so das hier, diese ganze Optik. Ja, da einmal richtig mit dem Heißwasserkelcher rauf, ein bisschen Brandton ist ja wieder schick, ne? Das hier, der Zustand hier, der ist schon gut. Der ist schon gut. Und ich denke, der hier hat, wenn er nachher läuft und die neue Pumpe ist da drin und die Reifen sind da drauf und die Stoßstange ist wieder angeschraubt, die liegt da draußen. Ne? Ich habe hier so meinen Bock hingebaut, um hier mit der K50 ranzukommen, mit dem Deutz. Und der Mercedes-Stern ist vorne, das so sowas sind halt immer so die optischen Punkte, es funktioniert irgendwie alles. Und der fährt nachher, dann sehe ich den hier irgendwo, Marktpreis bei 20. Ja, 20.000 ist Marktpreis. Wahrscheinlich sogar noch einen Ticken mehr, aber ich denke 20 ist realistisch, ehrlich fair für ein 421 Cabrio, wo sogar die Scheiben heile sind, klar. Die originale Bosch-Pumpe, die werde ich irgendwann mal überholen, werde sie mal zerlegen. Die läuft innen drin, klemmt die ein bisschen. Aber ansonsten stehen noch Diesel drin, das ist gut. Und eine originale Bosch-Pumpe ist besser als Nachbau. Und die originale Bosch-Pumpe kostet Geld. Ne? Die war mir einfach zu teuer. Ne? Die liegt bei über 200 Euro. Und dafür kannst du sie überholen. Da muss ich mal gucken. Wenn ich das so sehe, dann denke ich gerade so ein bisschen an meine Anfänge auf YouTube zurück. Da stand hier damals ein 4.6 drin. Da hat man sich irgendwie gefilmt mit dem Handy ohne Ton und schlechtem Licht. Ne? Mittlerweile ist ja alles hell, wenn man das will. Ja, so stand der 4.6 damals auch drin. Fehlersuche, Kupplungskraftverstärker, Pritsche, irgendwelche Sachen eingebaut. Und die Restauration aufbaue ich ja damals gar nicht verfilmt. Da gab es bei mir noch kein YouTube. Ne? Ja, jetzt werden wir Gerd ein bisschen fit machen. Haben wir hier ein bisschen neue Wischer bestellen. Ne? Die Gummis sind halt auch nicht mehr so geil. Ja, und dann andere Pumpe rein und dann hoffen, dass das Ding bald läuft. Das wäre richtig geil. Wenn die Kiste irgendwann läuft, kann man eine Probefahrt machen. Und dann mal gucken, was man macht. Wie gesagt, Heißwasserkelcher, vielleicht hier mal eine Dichtung, da eine Dichtung. Ansonsten soll das hier wirklich low budget sein. Viele sagen, ja, der wird dann auch irgendwann zu Tode restauriert. Nee, überhaupt nicht. Dafür habe ich gerade eine Großbaustelle. Wenn der 2010 fertig ist, sind die beiden Deutze dran, die kommen danach. Na, Klopfer kriegt einen Schnellgang. Getriebe muss ich machen. Beim D30, da muss ich das Getriebe machen. Das soll nach Lila kommen als Hauptcontent, denke ich. Das hier soll nebenbei, wie gesagt, Spaßkarre sein, ein bisschen zum Arbeiten. Ja, und wenn einer kommt und gibt da gutes Geld für, dann verkaufe ich ihn. Na, so, dann machst du nochmal 1.000er Gewinn dran. Dann ist das so. Ja, so ist der Plan. So ist der Plan. Ja, Getriebe liegt weiterhin auf dem Tisch vom 2010. Das haben wir letztes Mal darauf gelegt. Ich nehme euch mal kurz runter. Ne, hier liegt der Dreck. Ich habe jetzt hier den Seitenantrieb nochmal rausgenommen. Das hier muss ich lagern. Ne, hier ist platt. Und wenn man hier an der Seite reinguckt, das Getriebe sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Ja, also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da hat man, glaube ich, echt Glück mit.
Ja. Das ist echt gut. Von unten ist ja auch noch, da ist ja noch ein Deckel unter. Den muss ich auch noch aufmachen. Da steht noch ein ganz klein bisschen Öl drin, ne? Und ein ganz klein bisschen Dreck. Da sieht man das. Da, da. Genau. Nochmal aufmachen. Dann kann man es mal ein bisschen sauber machen. Ja, mal sehen, was da unten drin liegt. Das weiß ich noch nicht. So, da seht ihr was. Ja, und dann wollen wir das Getriebe auch nebenbei noch fertig machen. Ne? Der Rest geht so noch zur Krummfabrik. Ich habe es immer noch nicht weggeschickt. Der Karton, der steht hier immer noch. Ja, man kann sich nicht zerreißen, Leute. Ne? Man kann sich nicht zerreißen. Und Gerhard hat einen Brief. Nochmal kurz eine Geschichte zum Brief. Der Verkäufer, fangen wir nochmal an. Wo ich den her habe, von seiner Frau, der Vater. Genau, der Vater von seiner Frau. Wem gehört der? Älter, körperlich nicht mehr gut drauf, ist schwer krank. Fahrzeuge müssen weg. Und das ging ja alles so über Vollmachten, wurde das verkauft, mit Einverständnis von ihm natürlich. Die Papiere waren aber nicht da. Das heißt, Fahrzeugbrief, wo ich den gekauft habe, war der noch angemeldet. Ich habe gedacht, gut, ist ja noch angemeldet, ne? So, dann habe ich eine Vollmacht gekriegt, eine komplette Vollmacht, die ich mir auch nicht durchgelesen habe. Das sind private Dinge, die mir nichts angehen. Das habe ich auch gesagt, wenn ich das brauche auf dem Straßenverkehrsamt, dann nehme ich sie mit. Ich selber habe da drin nichts zu suchen, das ist Privatsache, lese ich mir gar nicht durch. So, dann habe ich mit dem Straßenverkehrsamt telefoniert, kurz die Lage geschildert, hier mit Vollmacht und Brief nicht da, ist aber da, wird aber nicht gefunden. Und als Käufer hast du keine Chance mehr. Also selbst mit einer kompletten Vollmacht, mit einer eidesstattlichen Versicherung, mit allem kommst du nicht an die Papiere. Ist vorbei. Der Verkäufer muss im Fall eines Verlustes vom Brief, ich finde ihn nicht, wie auch immer, persönlich zur Zulassungsstelle. Ne? Da mal von ab. Wenn ihr irgendwas kauft im tiefsten Bayern, fahrt dahin, kauft euch einen Trecker, ein Auto, einen Anhänger, irgendwas und der Brief ist nicht da. Ihr bekommt ihn nicht bei der Zulassungsstelle. Der Verkäufer muss da persönlich erscheinen oder eine bevollmachtete Person, die dann den neuen Brief mit einer eidesstattlichen Versicherung beantragt. Dauert dann irgendwie 3-4 Wochen, kostet 73,50 habe ich jetzt bezahlt und dann bekommt man einen Brief. Ja, also hier, ich habe hier was, ich fahre hin und ich hole mir was Neues, die Zeiten sind vorbei. Warum auch immer, ich weiß es nicht, kenne ich alles noch einfacher, haben sie geändert und muss man halt mitleben. Ne? Also Papiere habe ich jetzt dafür, ne? Brief ist alles vorhanden. Jetzt müssen wir den nur noch zum Laufen kriegen, die Tage. Und die Tage sind noch ein paar Tage hin. Ich bin für heute weg. Heute ist Mittwoch. Ne, wir wollen das alles mal wieder ein bisschen entspannter halten, ohne sich hier körperlich komplett in den Arsch zu machen. Und schön. So, was haben wir denn hier? 421, 122. Also 421 ist das Modell. 122, dass es ein Cabrio ist. 121 ist geschlossen. 10. 421, 122, 10. 10 müsste Ausstattungsvariante sein, ne? Ist das beim 421 noch so gewesen? Beim 2010 war das ja, ne? 2010, 166, also der 166. Mock in der Reihe. Strich 3 habe ich, glaube ich. Und 3 war Zapfwelle hier, Zapfwelle da. Und dann kommen ganz viele Nullen. Und dann kommt eine 596. Das ist der 596. 421. Geil. Einer der ersten. Ist ja auch ein U40, Baujahr 66. Ja, der 596. Genau. Und zulässige Gesamtmasse 3750 Kilo. Das heißt, ihr könnt den mit B fahren, wenn ihr den ablastet, auf 3,5 Tonnen. 250 Kilo weniger auf der Ladefläche. Könnt ihr immer noch genug Holz transportieren und dürft den fahren bis 3,5 Tonnen. Genau, so ist es. Leute, ich bin weg. Wir sehen uns am Samstag. Tschüssikowski.